So, die Teller sind leer gegessen. Das heißt, das Wetter kann nur schön werden. Und tada, traumhaft. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir gehen heute auf die Alm. Wir treffen gleich den Sascha. Einmal noch umziehen und dann geht's auch schon los. Ja, für unsere Tour haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und haben den bekanntesten Bergführer aus der Region hier engagiert. Darf ich vorstellen, Sascha vom Kanal Wild Hikes TV. War nicht billig, ne? Echt? Ja, obwohl. Eis reden wir hinterher. Ja, okay. Verdammt. Ich hätte sollen doch vorher was ausmachen. So, und jetzt geht's ab ins. Neuerdings muss man doch die Busse jetzt immer Adventure-Mobil nennen, oder? Ja. Ja. Warte. Vanlife hier. Da ist hier Dixie so. So, gleich geht's los. Sascha hat ja einen Wellness-Urlaub versprochen. Also, das ist ein Wellness-Urlaub der besonderen Art. Christian, ich glaube, da musst du draußen bleiben. Aber sieht schon geschlossen aus, oder? Nee, nee. Ja gut, die machen es anders, glaube ich. Ach so. So, jetzt geht's mal hoch auf die Alm. Ja, geht schon gut steil berghoch. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang. Es wird von vorne, es wird von innen warm und von oben gerade. Genau. Die Sonne brennt erbarmungslos. Und das um 10 Uhr morgens. Ja, halb elf. Aber wir haben alle Zeit der Welt erhoben. Erst 60 Meter. Erst 60 von? 500. Ja. So, jetzt geht's von der Forststraße ab auf den Steig. Probieren wir mal aus, wie das funktioniert. Gerade schon von einer Gruppe Mädels überholt worden. Ah, wir gehen unser Tempo. Ja, die ersten paar Höhenmeter haben geschafft. Sascha ist schon genauso am Ölen wie ich. Ja, ich hätte vorher Haare schneiden sollen. Ja. Aber ich will jetzt mein super stylisches Stirnband aussetzen, damit alle auch auf deinem Kanal lästern können. Genau. Das ist mir nicht. Ich habe nur so ein komplettes Kopftuch dabei, aber das lasse ich aus, sonst wird es nur noch schlimmer. Ja, also ich finde es als Brillenträger finde ich es echt praktisch. Dass da nichts reinläuft. Ja, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. So, jetzt haben wir aber ein Hindernis vor uns, das es zu überwinden gilt. Okay, wir holen die Silky raus. Nachtragen, genau. Ja, da ist im Winter der Bursche hier auch mal runtergekommen. Eine schöne Aussicht darüber. Flott unterwegs. Der erste Teil des Steiges wäre geschafft. Wir sind jetzt hier wieder auf der Forststraße. Schnee? Schnee? Wo? Ah, ja, okay. Klein wenig. Und jetzt geht's erstmal noch ein Stück weiter hier hoch. Wie geht's? Bei dir ist alles fit? Sehr gut. Ja, der hast ja die Tour vor 2 Wochen schon mal gelaufen. YouTuber at work. Ja, also wir gehen jetzt hier mal. Ja, für meine Frau ist es die erste tatsächliche Bergtour. Wie geht's? Wie kommst du voran? Gut. Gut, ein Stück ein bisschen Probleme, ne? Nerven ein bisschen. Ungewohnt, Nerven. Ja. Aber noch fit. Ja. Wunderbar, dann geht's weiter. Voll fit. Ich schwitze ja nicht mehr. Mittlerweile auf 1250 Höhenmeter. Geht aktuell recht steil hoch. Und auf 1500 müssen wir noch. Das heißt, wir haben gut die Hälfte jetzt, ne? Ja. Ja. Geht schon. Thank you.
runtergehen, ne? Ja. Immer abwechselnd Steig- und Forststraße. Auf der Forststraße kann man sich schon ein bisschen mehr auch wieder erholen. Das Wetter ist einfach traumhaft heute. Gestern schon. Oh, gut. Da geht's steil abwärts. So, da vorne kommt der Forststeig wieder hoch und hier ist schon die Alpe. Ja, die Alpen sind hier auch, ja. Haben es geschafft, Mist. Und genau vor uns eine riesen Wandergruppe. Egal. Cool. Ach, wie du gesagt hast, 1,5 Stunden, also das war jetzt echt locker, ne? Ja. Cool. Okay, geschafft. Jetzt gibt es erstmal einen Radler. Wenn ich mein Geldbeutel gefunden habe. Jetzt gibt es Kaspersknödel und Kaiserschmarrn. Bleiben die Knödel. An der Stelle geht man einen Gruß an den Enno aus, oder den Papa vom Enno. Enno, also richtet man einen Gruß an deinen Papa aus. Die Knödel von ihm fand ich besser. Auch nicht schlecht, aber die Kleine waren besser. Muss der Kaiser das machen? Fein. Gut, dann essen wir mal in Ruhe und dann melden wir uns, wenn es wieder an den Abstieg geht. Ja, wir begeben uns jetzt wieder auf den Rückweg zum Auto und ja, danach hat der Sascha uns noch empfohlen, dass wir noch zu den Stubenfällen fahren. Da ist auch noch ein kleiner Rundweg, das werden wir machen. Schöner Baum, frohe Ostern nachträglich. Hängt sogar ein kleiner Strumpf dran. Was haben wir hier? Ein Schrobeler, was auch immer ein Schrobeler ist. Wer sich schon immer gefragt hat, warum bei dem Saki so wenig Videos kamen im Winter, der hält da vorne den Winterschlaf. Das werden wir gleich mal überprüfen, ob der Sascha hier nicht flumpt hat. Saki! Oh, Entschuldigung, schläfst noch. Tanda, will ich nichts gesagt haben. Jetzt muss ich die Kamera noch mal anmachen, denn hier hat man einen tollen Blick auf den See hier unten. Wie heißt der See, Sascha? Ist der Urisee. Der Urisee, ja. Und auch nochmal schönen Blick ins Lechtal rein. Sehr schön. Unten fahren die Autos. Mittlerweile ist weniger Verkehr. Heute Morgen war hier schon Stau. Die wussten alle, dass du hier bist. Ja, die suchen mich da unten. Die wollten Autogramme. Die haben meine Instagram-Post gesehen. So wie der Alex, ne? Der hat es auch gesehen und der hat mich dann im M-Preis abgefangen. Boah, das müssen wir alles mit Werbung markieren. M-Preis. Hashtag Werbung. Hashtag M-Preis. Hashtag M-Preis. Das ist übrigens nicht der Urisee,
Das ist der Königssee für alle. Der Königssee. Sascha hat mich also wieder dreist angelogen. Ich werde hier mit Fake News bombardiere ich voll. Ach doch, Stau. Alter, ich habe falsche Straße geguckt. Bitte? Es ist Karfreitag. So sieht's aus. Musikverbot. Jetzt wird mir wieder das Video demonetarisiert, weil ich jetzt hier die Fans nicht die Musik dran habe. Zweite Tour des Tages. Wir sind jetzt doch nicht zu den Stubenfällen gefahren. Da sind uns jetzt zu viele Höhenmeter. Sondern wir sind jetzt runter zum Lech gefahren. In welchem Ort sind wir hier? Wir sind hier in Neukölln, Berlin. Aber komm. Wir gehen jetzt hier ein bisschen am Lech spazieren. In Neukölln, Berlin. Grüße, gehen raus an die Natur und so. Ne? Wohnen die in Neukölln? Weiß nicht. Berlin. Ist doch ein großer. Wie nennt man das? Berliner Haupt. Cool. Cool. Außer ne, in Berlin muss man. Siedlung. Das richtige Wetter heute, ne? Ja, richtig cool heute. Boah, war das eine heftige Wanderung hier unten am Lech. Nee, Spaß. Ja, wir sind hier nur ein paar Meter am Lechhofen runtergelaufen. Bisschen müde gewesen von der Almtour. Die Bank war zu attraktiv. Die Bank, ja, war sehr attraktiv, war sehr reizvoll. Ja, damit sind wir aber am Ende dieses Videos zumindest angelangt. Wie gesagt, der Weg war jetzt immer so interessant, hab nur mal ein bisschen gefilmt, aber seht ihr ja dann. Da habt ihr gesehen. Wir müssen den Lechweg gehen, ne? Ja, ihr müsst den Lechweg gehen, genau. Dann seht ihr, wie es hier ist. Sehr schön, Wasser. Baum, Berg, wunderbar. Ja, ich sag euch, oder wir sagen danke fürs Zuschauen. Schaut doch mal beim Sascha auf dem Kanal vorbei, wer noch nicht abonniert hat. Und ja, da gibt es mehrere Videos aus der Region hier. Echt? Ja, so hab ich gehört. Ja, also sagen mir andere, die deinen Kanal abonniert haben. Ja, ich hab dir nicht abonniert. Ach so, ja. Ich deabonniere mich dann auch wieder. Immerhin hast du mich abonniert. Ein Hater weniger auf dem Kanal, einer weniger, der Daumen runter drückt. Genau, also danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Da lang. Die da lang. Oh, da ist doch die Bank. Ihr könnt ihn doch abonnieren, ist ganz okay.